Und heute haben wir einen speziellen Tag. Es erlaubt es nicht, dass wir zu viel in die Vergangenheit hineinschauen, aber es ist so etwas Großartiges, was Gott getan hat. In dem Kommen seines Sohnes, dann im Kommen des Heiligen Geistes und in seiner Gemeinde, die durch all die Jahrhunderte bestehen blieb. Und heute ist das Thema der Heilige Geist, meine Freude. Und ich möchte dazu aus Römer 14 den 17. Vers lesen. Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und der Freude im Heiligen Geist. Mit dem Kommen Jesu ist etwas ganz Neues angebrochen. Er predigte, die Menschen sollten umkehren, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist etwas, das Gott auf dem Herzen liegt, seit er besteht. Seit wir wissen, dass es einen Gott gibt. Und dann sagte Jesus bei einer anderen Gelegenheit, dass das Reich Gottes in uns sein wird. Und Johannes sagt uns, das Reich Gottes, das Reich Jesu, wird eines Tages sichtbar auf diese Erde zurückkommen. Jesus kam, um am Kreuz zu sterben. Wir haben das eindrücklich gehört von Susan. Und Jesus sagte, es ist unbedingt notwendig, dass er zurück zum Vater gehen würde, denn sonst kann der Heilige Geist nicht kommen. Und Jesus erzählte den Jüngern und uns, dass das Kommen des Heiligen Geistes bedeutungsvoll war. Sowohl was die Rettung von uns betrifft, wie auch was unser Leben als Christ betrifft. Jesus sagte, der Mensch, jeder Mensch, kann eigentlich nicht begreifen, richtig verstehen, wozu ich gekommen bin, wenn der Heilige Geist ihn nicht überführt und überzeugt. Das müssen wir beachten. Wir alle haben uns erst richtig bekehrt zum Herrn, als der Heilige Geist uns überzeugen konnte, dass wir einen Retter brauchen und dass Jesus dieser Retter ist. Und der Heilige Geist überzeugte uns auch. Und bei manchen hat er das leider noch nicht völlig fertiggebracht, dass Jesus unsere Gerechtigkeit geworden ist vor dem Vater und für uns. Und wir durch Jesus Christus gerecht werden und geworden sind, wenn wir ihn annehmen. Wenn wir Jesus annehmen, erhalten wir göttliches Leben. Der Heilige Geist zieht in unser Herz ein. Und mit dem Heiligen Geist sind all die Charaktereigenschaften des Geistes eingeschlossen, die in uns vorhanden sind. Das staunen wir, wenn wir das sagen, oder? Aber das ist so. Paulus hat den Korintherbrief nicht zuletzt deswegen geschrieben, weil diese Menschen dachten, wenn sie einmal Jesus angenommen haben und die korrekte Theologie über Jesus wissen und selbst in den Gaben des Geistes funktionieren, dann läuft alles, wie es sein soll in der Gemeinde. Und Paulus stellt fest, ihr habt etwas nicht recht verstanden. Nämlich, worum es im Leben im Reich Gottes geht. Jesus hat uns nicht nur gerettet, dass wir neues Leben bekommen haben, sondern dass wir jetzt in diesem Reich, in das wir hineingeboren wurden, ein neues Leben haben können und haben dürfen. Paulus schreibt an die Galater, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Eine andere Übersetzung sagt, im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens
oder um das, was man über das Reich Gottes alles weiß, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Friede und Freude. Letzten Sonntag haben wir gehört, und das war eine eindrückliche Botschaft, die Matthias brachte, dass wir erfüllt sein sollen vom Heiligen Geist. Ich wünsche sehr, dass diese Botschaft in uns allen sehr vertieft sein könnte und würde. Der Heilige Geist sucht nun und strebt nun seine Frucht in uns an. Im Text werden drei Auswirkungen genannt, die fundamental sind, wenn die Frucht des Heiligen Geistes in uns anfängt zu wirken und zu reifen. Die drei Auswirkungen, die fundamental sind für das Leben, hören wir gut zu, für das Leben als Christ, sind Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Hier muss ich stehen bleiben. Die meisten Christen, wenn sie das Wort Gerechtigkeit hören, natürlich, das ist verständlich auf der einen Seite, denken nur daran, dass Jesus die Gerechtigkeit des Vaters erfüllt hat. Und als er zurückging zum Vater, wurde sein Werk auf Golgatha angenommen. Und wenn wir Jesus annehmen, uns bekehren, umkehren, werden wir hineingeboren in sein Reich und uns wird die Gerechtigkeit Jesu zugesprochen und anerkannt. Halleluja! Das ist etwas Wunderbares. Diese Gerechtigkeit Jesu ermöglicht es uns, zum Thron Gottes zu gehen, zu beten. Und diese Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Da können wir nichts dazu tun. Du kannst leben, wie du willst, heilig. Du kannst zu dieser Gerechtigkeit Jesu nichts dazu tun. Wir sind so dankbar, dass wir diese Gerechtigkeit haben. Mir scheint es, dass die meisten Christen nur diese Gerechtigkeit kennen. Aber im Leben eines Gotteskindes geht es darum, dass wir, nachdem wir gerecht geworden sind durch den Glauben, lernen, gerecht zu leben. Ich danke für das laute Amen. Von dieser Gerechtigkeit spricht Paulus hier. Das Leben im Reich Gottes ist primär ein Leben, das gerecht ist. Gerechtigkeit im Reich Gottes. Das ist der Prozess, Jesus ähnlich zu werden. Heiligung, die Frucht des Geistes entwickeln lassen. Wie viele von uns haben Gott schon gedankt für diese Gerechtigkeit, die möglich ist, dass Gott sie uns entwickeln lässt? Wir danken für die Gerechtigkeit Jesu, dass wir vor seinen Thron kommen können. Aber die Gerechtigkeit, das Leben, das gerechte Leben, die Frucht des Geistes, die Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wie geschieht das eigentlich? Wie lernen wir, gerecht zu leben, wie es Gott wohlgefällig ist? Jesus sagte seinen Jüngern, und das war eine, vielleicht sogar die zweite Predigt, die er ihnen hielt, wenn nicht gar die erste. Er sagt: glücklich, selig, glückselig, beneidenswert glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Diese Gerechtigkeit, gerecht leben, geht nicht ohne, dass wir ein Verlangen danach haben. Es ist wahr, dass wir die Frucht des Geistes in uns tragen, aber die Frucht des Geistes wächst nicht unabhängig von uns.
Wir müssen hungern, nach dieser Gerechtigkeit gerecht zu leben. Und wir drücken das aus, indem wir ein Leben beginnen, das in Gemeinschaft mit Gott ist. Wir nahen uns Gott. Wir können uns Gott nahen. Warum? Weil die Gerechtigkeit Christi uns den Weg geebnet hat, geöffnet hat. Und wir nahen uns Gott, und die Bibel sagt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Die Bibel sagt auch, sein Wort ist Licht, denn dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wir nahen uns Gott, wir fangen an, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Die Bibel sagt, er ist, bei ihm ist die Quelle des Lebens und in seinem Licht sehen wir das Licht. Was geschieht, wenn wir uns Gott nahen, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben? Wenn wir uns ihm nahen, wir fangen an, ihn kennenzulernen. Und wir fangen an, uns kennenzulernen. Ich habe das zweifellos hier schon erzählt, da waren aber nicht alle hier, aber weil es hier sehr gut hineinpasst und so anschaulich das ist. Wir waren in einer Evangelisation in Deutschland, die Gott reich gesegnet hat, damals als Quartett. Innerhalb zwei Wochen haben sich 50 Leute bekehrt. Gott hat Menschen geheilt. Es war eine wunderbare Zeit. Und anschließend hatten wir eine Woche frei. Und ich nahm mir diese Woche, um Gott zu suchen, mit dem einen Ziel, um im Dienst zu wachsen. Das ist doch ein gutes Vorhaben, oder? Und diese Woche erlebte ich und entdeckte ich etwas, was ich bis dahin nicht so gesehen habe und nachher immer besser begreifen lernte. Ich suchte Gott von ganzem Herzen. Ich hatte Hunger nach ihm, Verlangen nach ihm. Ich wollte mehr von ihm erleben. Mehr durch ihn erleben. Und wisst ihr, Gott hat absolut nichts vom Dienst zu mir gesagt. Aber indem ich mich ihm nahte und ihn besser kennenlernte, offenbarte er mir mein Herz. Und oh weh, da entdeckte ich, was da noch alles verborgen ist. Das, was die Bibel sagt. Wir lesen das, was die Bibel sagt, in des Menschenherz sind diese Dinge verborgen und wir sagen, ja, das stimmt, aber es ist etwas anderes, wenn der Heilige Geist anfängt, dir zu zeigen, siehst du, als du damals so reagiert hast, war es aus diesem Grund. Als du das sagtest, war es aus diesem Grund, weil in deinem Herzen das ist. Und ich fing an, innerlich zu zerbrechen vor Gott. Und ich sagte, Herr, wie kann es sein, dass du mich in den Dienst berufen hast, wenn das so in meinem Leben ist? Ich begriff nicht, dass Gott uns alle in den Dienst ruft, nicht in denselben Dienst. Egal, in welchem Zustand unser Herz ist, unser aller Herz ist verdorben. Und er möchte, dass wir ihn suchen, hungrig werden, dass er uns zeigen kann. Und da bin ich so dankbar, als Gott mir das anfing zu zeigen. Da habe ich nicht das getan, was viele Menschen tun. Die sagen, ja, weißt du, Herr, das ist eben ein Wesenszug meiner Eltern, meiner Großeltern oder von der Erziehung dies und jenes. Sondern ich sagte, Herr, das ist wahr. Das ist wahr. Das ist Sünde. Vergib mir. Reinige mich. Und weißt du, was die Bibel sagt? Wenn wir anfangen, Offenbarung von Gott zu bekommen über den Zustand unseres Inneren, dann sollen wir die Sünde bekennen und er reinigt uns von was? Von aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Wem sagt die Bibel das? Gottes Kindern. Das bedeutet nicht, wenn du Christ geworden bist und du sündigst mal, dann hast du in diesem Moment die Gerechtigkeit Jesu verloren und wenn du die Sünde bekennst, hast du sie zurückerhalten. Nein, nein. Das bedeutet, Jesus fängt an, dich zu reinigen, dass du anfängst, ein Leben in der Gerechtigkeit zu führen. Ich bin immer noch dabei zu lernen. Ich bete bis heute. Herr, lieber Heiliger Geist, suche in mir die Dinge, die dir nicht gefallen.
falsche Haltungen, falsche Gedanken. Bringe sie hervor, dass ich geheiligt, gereinigt werden kann. Und weißt du, Gott tut das. Und damals bin ich zerknirscht, heute zerknirscht ich nicht. Das tut mir zwar elend leid, aber ich danke Gott, dass er das tut. Weißt du, Gott geht es darum, dass er uns Jesus ähnlich machen kann, nachdem er uns gerettet hat durch die Gerechtigkeit Jesu. Das Leben als Christ, ein Leben in der Gerechtigkeit. Das zweite ist Frieden. Hier kommen wir wieder auf einen Punkt. Die Bibel sagt, wenn wir durch Jesus Christus gerecht geworden sind, durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Halleluja! Das ist wahr. Aber hier spricht es nicht von diesem Frieden nur. Hier spricht es von Frieden untereinander, miteinander. Die Korinther, Paulus hat sie gewarnt und sagt, hört mal, schaut mal, ihr streitet, ihr kämpft. Ihr habt keinen Frieden. Und das Leben besteht nicht. Ihr streitet um Essen und Trinken, um Tage halten. Das ist nicht das, was ein Leben im Reich Gottes kennzeichnet. Es ist ein Leben in Frieden miteinander. Den Frieden, den Jesus uns gegeben hat, weil er uns gerecht gemacht hat, den bewahren wir in unseren Herzen, indem wir uns von Sorgen befreien lassen. Dann wird der Friede Christi in unseren Herzen bewahrt werden. Aber den Frieden untereinander, da müssen wir etwas tun. Die Bibel sagt uns in Römer 2,18, ist es möglich, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Oder Psalm, Philipper sagt im 4. Kapitel, 5. Vers, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid und nicht nur nach außen. Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. In Korinth waren Zerwürfnisse vorhanden. Und dann sagt Paulus, bemühen wir uns also um Frieden miteinander und versuchen, wie wir einander im Glauben stärken können. Und dann fügt er hinzu, wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen und die Anerkennung für Menschen finden. Danken wir dem Herrn für die Gerechtigkeit Jesu. Weiter. Aber suchen wir, gerecht zu leben. Das macht Gott Freude. Weißt du, die Gerechtigkeit Christi hat uns den Himmel geöffnet. Aber gerecht leben bringt uns Lohn oder Verlust, wenn wir es nicht tun. Hast du je gedacht, dass du gerettet werden kannst und einen Verlust erleidest? Ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber das sagt die Bibel. Als Gotteskinder haben wir viel zu gewinnen, außer den Himmel noch, aber auch viel zu verlieren, wenn wir nicht darauf achten, dass Jesus uns sagt, passt auf, wie ihr lebt. Und dann das Dritte, das Paulus erwähnt, ist Freude. Das gehört zu den grundlegenden Eigenschaften des Lebens in der Frucht, durch die Frucht des Herrn. Freude. Die Welt versucht, Freude zu bekommen, indem sie die Begierden, die in dem Herzen sind, erfüllt. Es gab eine Zeit, da waren manche Begierden gar nicht richtig anerkannt, dass man die ausleben sollte. Da geschah es im Geheimen. Heute ist alles öffentlich geworden. Die Welt sucht Freude, indem sie nach den Begierden lebt, die in einem Menschen sind. Nach dem Motto, tu das, was dir angenehm ist
und Freude bereitet. Und wohlgemerkt, meinen wir ja nicht, dass diese Menschen nicht auch vorübergehend Freude haben. Nur sehr kurz. Die meisten Freuden der Welt, die meisten Dinge, woran die Menschen Freude haben, durch das Ausüben der Begierden, führen zu immer mehr Gefangenschaft. Gottes Wort sagt uns das. Einer der reichsten Männer, der weisesten Männer der Vergangenheit, der sagte in Gottes Wort Folgendes, in Prediger 2, 10 und 11. Wenn mir etwas ins Auge stach, was ich haben wollte, tun wollte, nahm ich es. Ich versagte mir keine einzige Freude. Und ich freute mich bei all den Mühen, die ich hatte. Das war gleichsam ein Lohn meiner Anstrengungen, diese Freude. Doch als ich alles prüfend betrachtete, was ich mit meinen Händen erworben hatte und Mühe dagegen hielt, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war so unnütz wie der Versuch, den Wind einzufangen. Es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser Welt. Wer hat es nicht schon erfahren und erlebt? Dann sagt Gottes Wort, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Wohlgemerkt, es gibt auch Freude an Dingen, die keine Bindung verursachen in der Welt. Man kann sich freuen an einem schönen Gebäude, man kann sich freuen an guten Freunden und so weiter. Aber das stellt nicht zufrieden. Der Heilige Geist ist gekommen und was tut er? Er schließt uns Jesus auf. Johannes schreibt im 15. Kapitel, dass Jesus sagte, meine Freude soll in euch bleiben, damit eure Freude vollkommen werde. Was ist die Freude des Herrn? Nehemia sagte, die Freude des Herrn ist meine Stärke. Jawohl, das haben wir erlebt. Woran freuen wir uns in Jesus? Freuen wir uns an dem Bewusstsein der Vergebung der Sünden. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in dir ist, seinen heiligen Namen. Freuen wir uns in dem Bewusstsein der Gotteskindschaft. Freuen wir uns in dem Bewusstsein, dass er in unserem Leben wirkt. Er sagt, ich habe ein gutes Werk angefangen, ich will es zu Ende führen. Freuen wir uns in dem, was unser wartet. Hast du je überlegt, was auf das Gotteskind zukommt? Ich will es kurz schildern. Vielleicht hast du es noch nie so zusammengerafft gehört. Auf dich und mich wartet entweder die Auferstehung von den Toten in einem ganz anderen Leib oder die Entrückung, sollten wir noch leben, wenn der Herr kommt. Das wartet auf uns. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir vorher gestorben sind oder noch leben. Wenn wir bei dem Herrn sind, sind wir alle gleich. In dem Moment, wo wir verwandelt werden, wenn wir leben und die in Jesus gestorben sind, auferstehen, sind sie in einem neuen Leib vor Jesus. Und es ist für sie so, als würden sie leben, während er kam. Das wartet auf uns. Auf uns wartet etwas anderes. Die Hochzeit des Lammes. Du, das ist eine Hochzeit, wie es noch keine gab. Das ist etwas Gewaltiges. Auf uns wartet, mit Jesus regieren 1000 Jahre auf dieser Erde. Auf uns wartet ein neuer Himmel und eine neue Erde. Du, diese Erde ist wunderschön. Nicht überall. Aber bei uns in der Schweiz ist sie sehr schön. Aber die neue Erde,
wird kein Vergleich sein. Das wartet auf uns. Auf uns wartet das neue Jerusalem. Gewaltig. Freut euch in dem Herrn. Was uns erwartet, sagt Johannes, ist noch nicht ganz geoffenbart worden. Muss dir mal vorstellen, die Dinge, die ich jetzt genannt habe, hat Gott offenbart. Aber da gibt es Dinge, die auf uns warten, die noch nicht offenbart sind. Gott ist groß, Gott ist wunderbar. Freut euch in dem Herrn. Wenn es drunter und drüber geht, wenn du in Not bist, in Schwierigkeiten bist, freu dich im Herrn. Natürlich wirst du das viel besser tun können, wenn du darauf achtest, dass du in Gerechtigkeit Jesu lebst, dass du in Frieden lebst mit anderen Menschen, mit Gott. Aber freu dich im Herrn. Das alles wirkt der Heilige Geist. Du, ohne den Heiligen Geist hätten wir diese Freude nicht. Ohne den Heiligen Geist würden wir oft niedergeschlagen sein. Aber weil der Heilige Geist kam und in uns lebt und unter uns wirkt, erquickt er uns, erbaut er uns und schenkt uns in eine innere Schau, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte uns heute aufrufen, dass wir mehr Freude im Herrn haben. Sag zu, wie der Psalmist sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Freu dich in dem Herrn. Sieh, wir sind so schnell geneigt, auf das Negative zu schauen, weil wir sehr diesseits gebunden sind. Wir sind noch hier auf dieser Erde und wir können nicht unsere Blicke von dieser Erde wegwenden. Aber wir können auf dieser Erde leben und unsere Blicke darüber hinaus zum Herrn richten. Und wir werden diese Freude in unserem Inneren erfahren, weil der Heilige Geist sie in uns wirkt. Gott segne uns. Wollen wir aufstehen und miteinander den Herrn preisen. Wollen wir aufstehen und jetzt dem Herrn unsere Herzen öffnen. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, rede jetzt mit ihm. Danke ihm für die Gerechtigkeit Christi, für den Frieden Jesu. Aber öffne dich ihm mit der Bitte, dass er dir hilft, gerecht zu leben, im Frieden mit anderen Menschen zu leben, in der Familie, zur Arbeit, in der Gemeinde und im Herrn Freude zu haben. Deine Seele zu sagen, freue dich im Herrn. Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich danke dir, dass du durch das Wort zu uns sprichst und der Heilige Geist es uns offenbart und klar macht. Ich danke dir, dass deine Güte so groß ist. Du möchtest, dass wir entwickelt werden, dass wir vorwärts kommen, dass wir dir ähnlicher werden, dass dein Reich in uns Gestalt nimmt, dass wir es lernen, im Reich Gottes zu leben, zu wandeln, dir wohl zu gefallen. Ich preise dich dafür, ich lobe dich. Wir wollen jetzt den Herrn anbeten, ihn preisen, ihn ehren und ihm Ruhm geben. Öffne dein Herz ihm, öffne ihm dein Inneres, dass er weiter in deinem Leben wirkt und du Fortschritte machst in dem Leben im Reich Gottes. Halleluja.